Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier auf der Hof Bergmann. So, also bringen wir noch den Ballen auch noch runter. Dann ist der auch schon in der Futtermischanlage drin. Und werden nachher Heuballen auch noch auffüllen. Und ich hoffe, dass bis dann auch die Silage soweit sein wird. Die ist noch nicht so weit, das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Aber denke, bis wir alles fertig haben, bis dann sollte auch da soweit sein. So, jetzt haben wir letztes Mal schon Stroh aufgefüllt. Das heißt, Stroh ist schon drin, Mineralfutter ist schon drin, wo wir aufgefüllt haben. Jetzt fehlen nur noch die restlichen Zutaten, damit dann die Mischfutteranlage arbeiten kann. Ich denke, nachher mit vier Heuballen haben wir dann eigentlich auch schon den Wert erreicht, wo wir dann für Anfang zufrieden sein können, um ja nicht jetzt irgendwie allzu viel vorauszuproduzieren, obwohl spielt eh keine Rolle, weil wenn dann Hof Bergmann rauskommt, eine neue Version, dann muss man eh neu anfangen und dann wird ja die Futtermischanlage eh nicht mehr dastehen. So, da wird man nachher die von der Hof Bergmann anwenden bzw. verwenden. So, Ballen ist weg. Also, holen wir jetzt noch Heuballen. Ja, ich hoffe, soweit geht es ja gut. Ich bin jetzt im Moment, keine Ahnung, noch am Urlaub, ein bisschen am Kränkeln. Gestern wollte ich Aufnahmen noch, beziehungsweise habe die zwei Aufnahmen gemacht vom Elmkrieg, wollte den streamen. War aber total irgendwie, ja, erschöpft, müde, Kopfschmerzen, ich spüre leicht Halsschmerzen. So, dass ich von dem her gab es mit dem Stream noch weitere Videoaufnahmen. Das heißt, ich mache jetzt einfach Videos voraus. Kann sein, dass die Woche mal die eine oder die andere Videoaufnahme ausfällt. Weil ich im Moment total nicht viel bin und noch einige Sachen machen sollte. Wo ich kaum erst zukomme. Das heißt, ich hoffe, man mache jetzt sicher noch, ob Italia-Map heute Abend rauskommt oder erst nächste Woche, das weiß ich nicht. Das werde ich dann sehen. Eine zweite Aufnahme von der Elmkrieg ist auch gemacht. Das heißt, am Mittwoch kommt sicher auch noch mal was. Ark ist gemacht. Das heißt, es wird Ark-Aufnahme sicher mal heute Abend rauskommen, 19 Uhr. Aber eben, ob denn nachher noch weitere Folgen kommen jetzt die Woche, ich weiß es wirklich nicht. Weil im Moment fühle ich mich total, total niedergeschlagen, total schlapp. Kaputt, müde. Ja. Aber die Klimaanlage im Flugzeug, wo auf mich runtergeblasen hat, das hat sich zwar gut getan, aber vom Gefühl jetzt aktuell ist es gar nicht gut. Ja, das ist ein bisschen zu viel, hä? Das heißt, 2-2 kann ich nehmen, 4 geht nicht. Für 4 ist der Arme zu schwach. So. Et voilà. Ja, nur so als Information. Also das kann sein, dass die Woche dann relativ wenige Aufnahmen kommen oder dass ich dann nachher gegen Wochenende, wenn ich mich fitter fühlen sollte, neue Aufnahmen produziere und dann ab nächste Woche wieder Aufnahmen kommen, weil im Moment wirklich, wie gesagt, bin ich total irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht, ob heute ein Stream kommen wird. Im Moment, ja, mal schauen, wie man sich am Nachmittag fühlt. Ich sollte gestern Abend noch meine Haare schneiden gehen, war auch, habe ich auch alles ausgelassen, alles ausgefallen. So, das ja. Also, fertig gejammert. Und herumgeheult, jetzt machen wir einfach das Beste draus. Ja, so ist das. Manchmal geht es nicht anders. Da muss man wieder Kräfte sammeln, damit man dann nachher topfit ist. Um dann wieder Vollgas zu geben. So. Voilà. Also, heute kommt noch ein neues Spiel raus, das werde ich mir sehr wahrscheinlich holen, ist ja Early Access.
Grundgedanke ist allgemein, dass wir ein bisschen LS-technisch ein bisschen zurückfahren werden. Und dann eben arg noch das neue Spiel nachher noch Aufnahmen machen werden. Da werden aber halt die Folgen ein bisschen kürzer kommen, beziehungsweise unter der Woche. Das heißt, wird LS-technisch ein bisschen kürzer getreten, um ein bisschen mehr Abwechslung zu bieten, beziehungsweise ein bisschen was anderes noch zu bieten nebenbei. Nur so als Information. Wie, was, wo, werde ich dann entscheiden, spontan. Spätestens heute Abend, nachdem das Game raus ist und ich mir dann das Game angeguckt habe und dann entscheide, wie ich das mache. Werdet ihr aber sicher dementsprechend erfahren. So. Und was ich entschieden habe, wir haben ja nach dem Urlaub am Samstag hat man noch die Italien-Map gestreamt. Was ich entschieden habe, dass in Zukunft Italien-Spielstand auch trennend werden. Das heißt, eins ist ein Stream-Spielstand wird sein und eins wird ja Videospielstand sein, weil beides zusammen, es ist schwierig. Ich habe vergessen, auch den Stream hochzuladen, sodass eben aus dem Grund ist die Trennung viel besser. Da sieht man nachher diesen Fortschritt, was dann halt passiert, auch hier weiter auf YouTube. So. Et voilà. Also das sind jetzt 4 Ballen gewesen. Gucken wir mal jetzt mal schnell drauf auf die Produktionsstätte, wie es dort eigentlich ausschaut. Heu 24, Mineralfutter, Stroh, gut. Jetzt fehlt nur noch Silage, um das Ganze zu starten, beziehungsweise Silage, dass denn das Ganze produziert werden kann. So, werden wir jetzt sehen, wie es silagetechnisch ausschaut. Wie es halt silagetechnisch ausschaut. Voilà. Einmal um die Ecke herum. Also. Machen wir zuerst Lager wieder zu. Beziehungsweise Lager wird wieder zuerst alles ein. 13.56, sehr wahrscheinlich wird die Silage noch nicht so weit sein. Das heißt, da wird man noch was anderes anfangen müssen, bevor dass wir dann auf die Silage losgehen, beziehungsweise Silage verwenden, benutzen können. So, also, da einsteigen. Hallo. Und einlagern. Mäh. Gleichzeitig kann ich mal schnell bei den Tieren reingucken, wie es dort eigentlich ausschaut. So. Die haben hier eigentlich mehr als genug. Da sieht es eigentlich auch soweit gut aus. Okay, das passt. Das kann man so lassen. Das andere kann man so lassen. Das passt soweit. Handbremse lösen. Und jetzt einmal um die Ecke herum. Einmal um die Ecke herum und versorgen direkt die Gabel auf das Gestell hoch. Dann ist das schon mal weg. Weil sonst liegt und steht alles überall und das ist ja auch gerade Sinn und Zweck nachher vom Plan. Ja, Stroh waren jetzt genau diese 3 Ballen, wo vorne als Deko waren. Die haben wir jetzt weggenommen. Man kann es auch unter Gestell stellen. So. Abgekoppelt. Jetzt fahren wir schnell zum Silo, schauen wie es dort ausschaut.
Aber ich denke, da sind wir noch davon entfernt. Das heißt, da müssen wir was anderes machen in der Zwischenzeit, bis wir dann halt Silage dazu bekommen. So, Moment schnell. Aussteigern. Einsteigern. Also 86%, das heißt, da fehlt noch ein bisschen. Da fehlt noch ein bisschen. Ist noch nicht so weit. So. Oi. Ja, es ist kurz vor 8. Man sieht ja, Brody ist am Gähnen. Okay, zum Glück sieht man ja nicht. Zum Glück sieht man ja nicht, aber man hört es. Man hört es. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Und gesund und fit seid. So. Ich merke gerade, wir haben auch keine Schaufel. Die werden wir dennoch beschaffen müssen. So. Die werden wir dann auch nochmal beschaffen müssen. Wir haben aktuell keine Schaufel. Also, gut, jetzt, was tun wir? Wir haben Felder abgeerntet teilweise. Moment, ich muss mal schnell gucken, besuchen. Das ist soweit vorbereitet, ist aber noch nichts drauf. Hier ist aber auch schon gekalkt. Das heißt, wir haben Unkraut. Jetzt habe ich gedacht, dass Lasner Vogelscheuche da oben ist. Oh Mann. Das heißt, hier ist gekalkt, wir haben Stickstoff drauf, aber wir haben noch nichts angepflanzt bzw. nichts anderes gemacht. Das heißt, das Feld könnte eigentlich angepflanzt werden. Dann haben wir das Feld hier besuchen. Das muss noch komplett bearbeitet werden, da ist noch gar nichts passiert. Denn da hinten, ich glaube, da waren wir schon mal irgendwie was, wenn ich mich nicht entsinne. So, Moment, sieht gut aus. Das heißt, hier ist bearbeitet, hier ist gedüngt, aber kein pH-Wert, das heißt kein Kalk drauf. Da muss Kalk noch drauf und dann hätten wir da noch, da müssen wir eigentlich alles. Da muss noch Bodenbearbeitung passieren, da muss noch gekalkt werden. Also, dann gucken wir mal schnell gerätetechnisch, was wir überhaupt hier haben. Was wir überhaupt hier haben, so gerätetechnisch. Wo ist das? Das ist das da. Mulcher hätten wir da. Das ist aber der andere, oder? Genau, das ist der große. Den brauchen wir nachher auf dem Feld Nummer 9. Haben wir noch andere Bodenbearbeitungsgeräte? Da ist gemietet, ist nichts. Da ist sonst auch nichts mehr drin. Nur den Mulcher. Habe ich die anderen zurückgegeben? In dem Fall schon, hä? In dem Fall schon, würde ich meinen. Weil die ganze Bodenbearbeitung, hier hat man ja irgendwo den Boden bearbeitet, oder nicht? Komisch. Einfach komisch. Gut, egal. Dann würde ich sagen, dass wir hier drauf, bevor dass wir das Feld Nummer 9 machen, dass wir hier drauf einen Helfer ansetzen mit dem Curseplay und dem Gruber. Der muss doch gepflügt werden, oder? Da muss doch gepflügt werden, wenn man ihn nicht täuscht. Jetzt dürfen wir das ja nicht falsch machen, genau. Es steht bei allen Feldern, muss gepflügt werden, auch Feld Nummer 9. Moment. Verwirrung. Sogar die Verwirrung ist verwirrt. Es steht sogar bei allen Feldern, dass gepflügt werden muss. Da würde ich sagen, aber, dass wir Curseplays draufsetzen, fahren wir schnell zum Händler und holen den Pflug und dann lassen wir nachher pflügen dort. Machen wir das mit dem Johnny diesmal. Machen wir das mit dem Johnny. So. Ja, da war doch irgendwas, hä? So.
Schalten sollte man noch zwischendurch, haben sie gesagt. Ja, Brody hat angefangen selber zu schalten. Ich habe zwar meinen Shifter noch nicht kontrolliert, weil ich gesagt habe, mein Shifter spielt noch herum. Jetzt haben wir aber die ganzen Schaltvorgänge auf Joystick draufgelegt. Klar, es ist nicht dasselbe. Aber man gibt das Beste. Weißt du was, wir machen das jetzt ganz einfach, damit wir den Weg zum Händler nicht fahren müssen und die Zeit schindeln lassen, machen wir das jetzt auf ganz einfache Art und Weise. Der Händler hat ja Lieferdienst, oder? Der Händler hat ja Lieferdienst. 130 PS, 150 PS, 4 Meter, 4 Meter. Der braucht schon 435, der braucht noch mehr. Das heißt, da kann man vergessen, das ist das, was jetzt in Frage kommt. In dem Fall den Kuhn kaufen und vom Händler liefern lassen. So. Schneller als Pizza-Lieferdienste. So. Schneller als Pizza-Lieferdienst. Also, da drauf. Machen wir auch drei Fenster zu. Und dann gucken wir, wie was wo. Et voilà. Schläuche hat er keine. Anheben. Da werden wir jetzt den Zepa dran setzen. Soll der Zepa damit arbeiten. Da haben wir schon mal wenigstens die Felder vorbereitet. Muss ja nachher jede Spielstadt vorbereiten, weil am Donnerstag ist geplant der Stream mit der Pippi zusammen. Das heißt, Hofbergbahn runterladen. Alles ein bisschen so weit machen, dass es passt. Dass schon mal eine gewisse Vorbereitung da ist. So. Oh Mann. Vielleicht habe ich auch Corona, wer weiß. Weil ich fühle mich richtig schlapp. Das heißt, in dem Fall die ganzen Wochen in der Herumreise-Streams werden definitiv nicht der Fall sein. Also, jetzt machen wir mal so. Da drauf, dann da drauf. Jetzt habe ich schon fast vergessen, wie es geht. Das heißt, da ist der Kurs schon mal drin. Welchen Kurs hat er denn gespeichert? 4 Meter, da können wir, Moment, machen wir gleich schon mal so. Wir sind auf dem Feld Nummer 2, oder? Wir sind auf dem Feld Nummer 2. Also, dann machen wir Feld 2. Haben wir da noch was? 4 Meter haben wir auch drin. Mulchen 6 Meter. Kurs aus dem Fahrzeug löschen. Und dann machen wir den da. Kurs laden, aktivieren. So, jetzt müsste eigentlich der richtige Kurs wieder drinnen sein. Schaut danach aus. Da ist der Stopp, da wäre der Start. Eigentlich sollte passend sein. Ja, und dann heißt es das Fenster. 4 Meter. Schalten wir mal ein, damit wir sehen. Und schicken ihn direkt los. Und das passt direkt. Und er legt schon los. Und wenn ich jetzt nachher auf die Anzeige drauf achte, dann müsste jetzt dieses, muss geplügt werden, sollte wegkommen. Und dann passt das nachher auch wieder. Das heißt, dann muss man Feld Nummer 3 nochmal plügen. Ja, und alles andere tun. Voilà. Dann kann der das schön arbeiten. Und ich bedanke mich für diese Folge. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen PC laufen, damit er das erledigt hat. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eben wie gesagt, kann sein, dass die Woche relativ wenig kommt. Mal schauen, wie sich der Rest von der Woche entwickeln wird. Tausend lieben Dank. Bis anders mal. Tschüss und bye bye.